So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge vom FIFA 19 Karrieremodus mit dem DSC Arminia Bielefeld in der Saison Nummer 2. Genau, so, und heute geht es mal wieder in die Transfers, würde ich mal sagen. Ich habe schon einige Spieler auf die Transferliste gesetzt, die ich gerne abgeben würde. Das wäre zum Beispiel... auf der Transferliste sind relativ viele Spieler. Einmal Salga, der aber, glaube ich, jetzt eh schon geht. Edmundsen, Shiplock, Bruna Putaro auch mal, obwohl, ja, muss ich mal sehen. Reicht halt nicht mehr für die erste Liga. Reece James war eigentlich, glaube ich, ein Fehleinkauf. Ucha und Owusu. Mit knapp 26 Millionen kann man eigentlich noch ein paar Spieler holen. Und das würde ich auch eigentlich gerne machen. Und das wären wahrscheinlich Anastasios Donis von Stuttgart als Stürmer. Dann entweder Fosu-Mensah oder Hendricks. Ich tendiere eher zu Hendricks für die Linksverteidigung. Der kann auch im rechten Mittelfeld spielen und auch im rechten Mittelfeld spielen. Und dann vielleicht noch Jadon Sancho, den wir dann auf die linke Seite tun können, und dann Alphonso Davies auf die rechte Seite. Ja, warum gehe ich denn jetzt zurück? Am wichtigsten wäre eigentlich erstmal eine neue Rechtsverteidigung, und dafür würde ich eigentlich gerne Benjamin Hendricks nehmen. Und aber der hat eine Freigabe von 19 Millionen, aber vielleicht kriegen wir ihn ja auch ein bisschen weniger. Nein, ich will die Verhandlungen gerne beginnen. Vielleicht, okay, der hat einen Marktwert von 12 Millionen. Dann biete einfach mal 14 Millionen. Dann schauen wir mal. 19,6, okay. Bieten wir mal 15. Gehen wir das mal auf 15. Wir machen 15,5. Dann wird es eigentlich auch schon leicht kritisch, ne? Immer noch. Alter, nee, so viel Geld will ich gar nicht für den ausgeben. Letztes Angebot. 16 Millionen. Und eine Weiterverkaufsgebühr von 10%. Komm schon. Okay, das ist ein faires Angebot. Dann haben wir jetzt schon mal eine neue Rechtsverteidigerposition belegt. Was verdient der denn? Weiß ich jetzt gerade nicht. Delegieren wir einfach mal. Oh, der verdient schon echt viel Kohle, ne? Schon echt krass. Okay. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter nach vorne. Und schauen dann mal. Okay, wir müssen ja natürlich noch ein Turnier nehmen. Dann nehmen wir natürlich das mit dem meisten Preisgeld. Und dann haben wir ein paar Angebote. Ich hatte den Verein verlassen. Achso. Okay, ja, die haben jetzt den Verein verlassen, alles klar. Monatliches Scouting-Update. Dann schauen wir mal. Nein, ist behindert. Nein, das ist auch dumm. Ja. Nee. Nee. Oh, doch, vielleicht. Boah. 70 bis 94, scheiße, ich weiß es nicht. Okay, den nehmen wir mal mit. Ah, das lasse ich erstmal. Das lasse ich erstmal. So. Oh, Erhöhung des Transferbudgets. Oh, da haben wir schon mal angenommen. 3 Jahre, 38.000 und damit Benjamin Hendricks. Schönen guten Tag bei Arminia Bielefeld. Ach so, okay, wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel Kohle? Okay, dachte, das Budget wurde erhöht. Okay, krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Zack. Und dann Hendricks auf die Position. Haben wir uns da schon mal recht gut verbessert.
Okay, wir haben aber da auch. Dann würde ich eher auf einen neuen Stürmer noch gehen. Wo haben wir denn Donis? 12. Okay, das wird knapp. Wir müssen erstmal gucken. Vielleicht kriegen wir ja noch ein, zwei Spieler verkauft. Oder auch ein bisschen Turnierpreisgeld. Transferangebot für Edmondson. Ja, das ist schon mal gut. Also 500.000 wäre doch eigentlich schon ganz geil, oder? Versuchen wir das mal. Zack. Zack. Können natürlich versuchen, auch ein bisschen mehr zu holen. Wir versuchen mal 600.000. Und dann gehen wir dann einfach ein bisschen runter. Vielleicht nehmen sie das ja an. Okay, das haben sie direkt angenommen. Ich hätte vielleicht auch mal eine Million bieten können. Hm, naja. Egal. Kann ich so was fragen? Okay, ja, ja, was die kommende Partie angeht. Alles klar. Dann machen wir das mal. Du bist wieder fit ab? Okay, das ist doch schon mal gut. Und Putaro wollte auch mal ein bisschen spielen. Wo haben wir ihn denn? Da. Er spielt einfach mal für Lee. Seufert geht mal raus und dafür machen wir es mal so. Damit haben wir doch eigentlich schon eine recht gute Mannschaft. Natürlich haben wir jetzt Hartherz. Wie alt ist der eigentlich? 26. Okay, ich würde eigentlich gerne so einen auf Ajax Amsterdam machen, junge Mannschaft und so. Aber die, ja, ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Haben wir ja jetzt eigentlich schon ganz gut gemacht. Überspringen wir mal. 2-0 gewonnen, das ist auch schon mal gut. Die Spiele spiele ich jetzt nicht. Das ist, ja, das macht keinen Sinn. Das ist zu langweilig. Vor allem, ja, das. Wir wollen ja so schnell wie möglich einfach in die Bundesliga reinstarten. Danke, danke, danke. Jo, das ist schon mal gut. Aber mal die ersten Spieler schon mal ruhig gestellt. Transferangebot für Putaro. Würde ich eigentlich auch gerne verkaufen. Aber nicht für so wenig Geld. Wir versuchen es einfach mal. Mit 1,1 Millionen. Vielleicht nehmen wir es ja an. Okay, 850. Ein Gegenangebot von 1 Million. Also 1 Million würde ich eigentlich schon gerne haben. So, und eine Weiterverkaufsklausel von 5%. Das ist eigentlich egal. Überspringen wir mal. Damit sind sie einverstanden. Perfekt. Kriegen wir immer mehr Kohle, wenn natürlich die Transfers durchgehen. Und dann machen wir täufen wir mal einfach alle mal durch. Edmundson darf auch nochmal spielen. Wies. Bissek darf auch nochmal. Hendrix geht raus und dann tauschen wir einfach mal die komplette Mannschaft aus, ne? Dass jeder mal ein bisschen spielen darf. So, gegen Antwerpen. Schauen wir mal. Wir haben jetzt 1-1 im letzten Spiel gespielt. Und was wird da? Okay, da verlieren wir leider 2-1. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Müssen wir natürlich gegen Swansea müssen wir gewinnen. Weil sonst, ja. Oh, Reece James. Ja, für den habe ich auch auf der Transferliste gesetzt. Den würde ich eigentlich auch gerne verkaufen. Aber wir gehen jetzt einfach nochmal hier auf Sieg. So. Aber wieder die Standardmannschaft. Ja, warte mal, machen wir es mal. Ah ne, komm, wir lassen Christiansen mal spielen. So. Massimo lassen wir dann mal spielen. Und Ab und Vogelsammer. Okay, das ist gut so. Und dann gehen wir in den nächsten Transfer hier mal rein. 1,15 Millionen. Also ich würde eigentlich gerne schon 2 für ihn kriegen. Wir verhandeln mal. Also 2 Millionen. Fände ich schon ganz knorke. So, 2 Millionen. Kann man eigentlich mal machen, ne? 1,15. Dann gehen wir mal auf 1,8.
Also so mindestens 1,5 würde ich schon gerne haben. Ja, Weiterverkaufsgebühr von 13%, man, das brauche ich doch gar nicht. 1,5. Weiterverkaufsgebühr 5%, so viel brauche ich ja gar nicht. Ich brauche keine 13%. Jetzt nimm's doch einfach an, sehr gut. Meine Güte, das hat ja auch lange gedauert. Müssen die Transfers noch durchgehen, damit wir wieder ein bisschen Kohle reinkriegen. So. Und dann hoffen wir gegen Swansea vielleicht. Bitte einen Sieg. Bitte einen Sieg. Kinder, ja, kein Schwein. Henrys O'Davis mit dem 1:0 in der 14. Minute. Dyer mit dem Ausgleich ab. Mit der erneuten Führung in der 27. Minute. Los, jetzt vielleicht noch eins. Jetzt nochmal ab. 3:1. Und damit sind wir durch. Und wir gewinnen sogar 4:1. Und damit sind wir im Halbfinale. So, gegen Brügge. Zack. Verbessern sich nochmal. Oh, Früchte verbessert sich sogar auf eine 71. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir. Putaro ist verkauft. Okay, das ist schon mal gut. Turnierpreisgeld kriegen wir 1,2 Millionen. Und ein Angebot für Brunner, endlich mal. Denn Freigabesumme von 940.000. Okay, die kriegen wir dann natürlich nicht mehr. Aber vielleicht 800.000? 800.000 wäre doch schon mal ganz geil. Wir können natürlich versuchen. Ich riskiere es jetzt einfach mal mit 1 Million. Vielleicht nehmen sie das ja direkt mal an. Nein. Okay, Gegenangebot. 800.000 würde ich schon gerne haben. Wenn dann halt den Marktwert. Irgendwie sowas. Okay, dann gehen wir mal auf 750.000. Wir nähern uns auch ein bisschen. Sind ja nett. Ja, okay, komm. Diese 40.000 da. Also 740.000, komm. Komm schon. Sehr gut, sehr gut. Sie waren natürlich krass runtergegangen von 1 Million auf 740.000. Aber das kann man ja ruhig mal machen. Was sagen die Transfers? 11 Millionen immer noch. Okay. Ich spare natürlich auf. Ja. Richtig. Auf Dingenskirchen. Ich weiß nicht, wie er heißt. So. Auf Donis. So, jetzt habe ich es langsam. Ich würde gerne vielleicht nochmal ein bisschen wechseln. Ja, Hase kommt einfach mal rein. Massimo, da kommt Edmundsen nochmal rein. Der ist ja noch da. Und von daher lassen wir den nochmal ein bisschen spielen. Gegen Brügge. Gegen Club Brügge. Ja, das wird natürlich, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Als gegen Wiener, den eben gerade gespielt. Scheiße, schon wieder vergessen. Hase mit dem 1:0, perfekt. Sehr gut. So, da wird nur noch. Oh, ja, der rote Karte für Amrabat. Und bleibt es beim 1:0? Das wäre doch schon ganz geil. Nein, Ausgleich. Und damit verlieren wir im Elfmeterschießen. Naja, kann man leider nichts machen. Aber wir haben Spielerverkauf. Und zwar Edmundsen. Okay. Okay, meine Leistung war jetzt leider nicht so gut. Fand ich zumindest. 1,6 Millionen haben wir nochmal dazu gekriegt, die wir, glaube ich, nie sehen werden. Jetzt haben wir 13 Millionen. Achso, Reece James auch nochmal verkauft. Und Leihangebot für diesen Dingenskirchen. Ja, das würde ich eigentlich gerne annehmen. Und Shiplock. Shiplock. Okay, der ist 30. Vielleicht kriegen wir da wirklich noch 1,3 oder 1,5 Millionen. Irgendwie sowas. Ich versuche mal 1,4 Millionen. Und dann ist es Zeit für einen neuen Stürmer. Komm, wir versuchen. Wir gehen jetzt mal hier ein bisschen risky ran und versuchen mal 1,5 Millionen. Die werden sie ja wahrscheinlich nicht direkt ablehnen. Also die Weiterverkaufsklausel, die macht eigentlich gar keinen Sinn. Machen wir es mal so. Aber die nehme ich ja gerne mit. Ja, ey, kommt.
Machen wir 1,3 und dafür keine Weiterverkaufsklausel. Ah ne, warte mal. Entfernen, so. Komm schon. Ja, jetzt müssen sie nicht. Achso, die sind sogar bereit. Sehr gut. Sehr gut. Das Angebot für Schiff. Okay, das haben wir ja schon. Die verkauft. Und jetzt haben wir erstmal Training. So. Und Ab verbessert sich auf eine 79. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr schön. Wir bereiten uns schön auf die erste Bundesliga vor. 14 Millionen. Was kostet denn Donis? Was wollen die denn für den haben? Okay, 11 Millionen. Wir können es natürlich versuchen. Mit 12,5. Wir versuchen es einfach mal. Und dann, wenn es nicht klappen sollte, dann müssen wir es ein bisschen später mal probieren. Wir bieten einfach erstmal. Oh, nee. Wir bieten das mal 12 Millionen. Und dann wird es eigentlich auch schon ein bisschen knapp, ne? Für uns. 13,9. Oh, 12,5 vielleicht? Komm schon. Jawohl! Ein faires Angebot. Ein faires Angebot. Das delegieren wir einfach mal. Das brauchen wir jetzt nicht selbst machen. Und dann gehen wir weiter. Laie abgelehnt. Okay, das war klar. Max Christiansen. Haben wir den auf die Transferliste wirklich gesetzt? Da muss ich, glaube ich, nochmal nachschauen. Den haben wir gar nicht auf die Transferliste gesetzt. Also, Christiansen wurde mir ja auch öfter mal gesagt. Den soll ich auch öfters mal spielen lassen, weil er relativ gut ist. Aber wenn wir ein passendes Angebot, ich sag mal so, von, ja, sag mal 5 Millionen, bin ich gerne dabei. 5,5. Wir fangen jetzt mal bei 5,5 an. 3,3. Okay, wir gehen auf 5 Millionen runter. Wenn sie das dann nicht annehmen, dann habe ich auch keine Lust. Dann will ich das nicht. Nee, komm, die gehen mir in zu wenigen Schritten einfach runter. Das lehnen wir einfach mal ab. Pech gehabt. Du Arsch. Gesicht. Aber, ja, wir haben jetzt mal wieder recht gut eingekauft. Shiplock verkauft. Adonis angenommen. 4 Jahre. Sehr gut. Und damit haben wir jetzt 2 Transfers gemacht. Ja. Soll ich schon mal machen. Genau, Shiplock verkauft. Monatliches Scouting-Update für Spanien. Nee. Oh, der ist ganz gut. Nee, der nicht. Und der auch nicht. Und den auch nicht. So. So. Transferangebot für Owusu. Sehr gut. 1,2 Millionen. Wir verhandeln trotzdem nochmal. Vielleicht kriegen wir 1,5 Millionen raus. Das wäre ja was. So, 1,5 Millionen fände ich schon ganz geil. Das nehmen wir sogar direkt an. Ah, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr bieten sollen. Verdammt. Ah, ranzig. Wieder ranzig alles. So. Dann machen wir einmal noch Training. So, dann würde ich aber eigentlich auch schon sagen, dass wir... Oh, noch ein Transferangebot für Owusu. Da versuchen wir mal ein bisschen mehr rauszuholen. Mal gucken. Da schauen wir mal. Ich gehe einfach mal, weil ich ein Arschloch bin, aber auf 2 Millionen. Okay, das war ein bisschen zu viel. Schade. Gucken wir mal, ob die Transfers durchgehen. Transferangebot für Bissek, genau. Bissek würde ich eigentlich auch gerne verkaufen, weil, ja gut,
64. Ja. Bis ich den jetzt, sage ich mal, richtig aufgebaut habe. Sag mal so, der ist eigentlich ein Spieler für die dritte Liga. Also für die dritte und für die zweite Liga dann, aber nicht direkt für die zweite und dann für die erste. Daher, ja. Leider ein Fehleinkauf meinerseits. So, 1,1 Millionen. Kommt, jetzt nehmt's doch einfach an. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, für wie viel wir den gekauft haben. Ein bisschen mehr ausgegeben haben oder weniger. Kann natürlich sein, dass wir leichte Minusgeschäfte mit ihm gemacht haben. Seufert. Ne, den wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Aber. Für 4,5 Millionen verkaufe ich den gerne. Bisschen mehr als Marktwert, würde ich sagen. Ne? 4,5 Millionen. Da bin ich gerne bereit, den Spieler zu verkaufen. Okay, sorry. Ja, nichts dafür. Spackos. Naja, jetzt gehen jetzt hier noch einige Transfers durch. Owuse verkauft, okay. Stopp. Sind zu viele Nachrichten hier gerade. War noch einmal hier kurz das Training. Und dann würde ich aber auch schon sagen, das ist das für die erste Folge eigentlich. Oder, na gut, die erste Folge war es gar nicht. Für die 18. Folge, glaube ich. Genau, ich glaube, das ist die 18. Folge. Bissek verkauft, sehr gut. Owuse verkauft. Haben wir nochmal Scouting-Update. Achso, das ist nur das. Ja, okay, das kann ich schon mal weg. Ah, wollte ich hin. Nee. Erstmal einen Schnauzer machen. Nee. Naja, egal. Ich mach das jetzt nochmal. Ups, sorry. Einmal durch. Das sind aber alles Scheißspieler hier. Die haben alle leider nichts drauf. Okay, aber die Jugendmannschaft ist voll. Naja, das mache ich dann einfach mal gleich nach der Folge. Wir haben jetzt zwei wunderschöne Neutransfers getätigt. Könnten natürlich jetzt noch. Oh, nee. Okay, die Mannschaft ist jetzt recht klein. Das. Ja, okay. Wir haben aber noch ein paar Jugendspieler, von daher. Wir haben die Mannschaft ein bisschen verbessert, vor allem auf der Stürmerposition und nochmal auf der Rechts- bzw. Linksverteidigerposition. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch eine positive Bewertung da. Ein Kommentar wäre natürlich auch ganz nett. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke und ja, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Also haut rein, bis dann und ciao.